Das ist jetzt Full Speed von ihm. Speed, Speedos, mehr Speed. Gegen Trick Room. Das wird spannend, ja. Das wird spannend. Ich lasse ihn sogar sein Dingsbums rausbringen. Obwohl greift er an. Dann macht er damit irgendeine Scheiße. Da wird er wohl. Obwohl geht er auf Speed. Ich habe auch keinen Bock auf Sturzflug. Habe ich Bock auf Sturzflug? Eher nicht so, ne? Ich mache Mogelieb auf ihn. Weil ich nicht weiß, was macht Lumi. Scheiß auf Lumi. Slow gegen Fast, ja. Slow gewinnt immer gegen Fast. Immer. Immer, immer, immer. Er hat Beulenhelm. Das Coole bei... Er geht auf Gift, okay. Das Coole bei Fiaros Fähigkeit ist ja, dass er eine Plus 1 Prio bekommt bei Flugattacken, wenn er Full Life ist. Aber Mogelhieb ist auch Plus 3. Das ist noch geiler. Mogelhieb ist eigentlich so eine coole Attacke, du musst Mogelhieb eigentlich immer dabei haben. Mogelhieb ist so krass mit Plus 3. Schneller als Turbo-Tempo. Schneller als alles Plus 1, alle Strolche und so. Ist schon ganz nice. Und dass der Gegner halt zurückschreckt. Ich hab Bock auf Ableithieb, aber ich glaube, ich muss erstmal ihn so wegmachen. Ja, dass er Beulenhelm spielt, ist ja ganz crazy, ne? Ich hoffe, ich krieg nächste Runde noch Ableitief raus. Das wäre nice. Matschbombe. Ich krieg sogar noch Ableitief raus, geil. Ach, ich habe sowieso noch voll viel Life. Life! Ey, dieser Letalwirbler ist krass, dass er beide trifft und beide vergiftet. Wenn du so ein voll das Stall-Team hast, kann das krass sein, oder? Hat er jetzt einen Pokémon Erstschlagattacke? 30 Attack oder so. Wow. Hat er eine Erstschlagattacke? Der kann Sancto. Der kann Eiszapfagel. Der hat aber keine Erstschlagattacke, glaube ich. Und Ableitief wreckt den. Der hat keine Erstschlagattacke, oder? Eissplitter, aber es killt mich nicht. Also wenn Eissplitter mich killt mit Half-Life. Nee. Nee, sehe ich nicht. Wenn er jetzt Terra Geist macht, das wäre krass. Er macht Schutzschild, das ist krass. Der kam unerwartet. Und ich wünschte, ich wäre auf Lumi gegangen. Tiefschlag kann er. Ah. Ja, der Schutzschild war gut von ihm. Habe ich nicht mitgerechnet. Macht er da nochmal Matschbombe? Der Schutzschild war gut, kann aber nächste Runde nicht nochmal machen. Könnte sein, dass er dann Tiefschlag macht, ne? Aber deswegen hole ich jetzt Gyarados, damit sein Angriff runtergeht. Und Tiefschlag macht ja auch nicht so viel Schaden, glaube ich, oder? Ah, ich habe Gyarados gar nicht dabei, nevermind. Da mache ich Erdbeben. Ein schön. Hat das Schwebe? Nee, das hat kein Schwebe, ne? Das hat Korrosion und so ein Kack. Mensch, nicht killen. Der hat nicht Schwebe, ne? No, gut. Terra Geist, ja, dann mach ich. Ich mach jetzt Erdbeben. Zack, Erdbeben drauf und hier Scanner. Scan dich mal. Scan dich mal. Wenn der Terra Flug hat, ist krass. Denke ich aber nicht. Vielleicht geht es sogar auf den Doppel-Schutzschild. Ne, geht da nicht.
Wird er wohl beide killen, oder? Mit Leben Orb. Und Terror. Ob ihn das nicht killt. Hat der schon geterrert? Nee, ne? Dann wird er jetzt irgendwas bringen zum Terran. Bin gespannt. Was bringst du? Trick Room ist noch aktiv. Juju. Ultraschnell. Jetzt haben wir um einen Runden noch. Wenn er jetzt Schutzschild auf beide macht. Einfach physisch-defensives Baojian. Physisch-defensives Baojian, echt? Das hätte ihn easy gekillt, ne? Der hat doch normalerweise gar nichts. Ja, tatsächlich Geist. Krass. Bitte Flinch. Oh ja, das wäre cool. Nein, nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das Witzige ist, der gewinnt jetzt. Weil er mich jetzt one-hittet. Obwohl, nee, Galagladi hat übel viel Spezialverteidigung. Der killt mich auf keinen Fall. Galagladi hat so viel Spezialverteidigung. Also wenn er den one-hittet, nee, never, niemals. Auch mit einer Unlichtattacke nicht. Oder? Nee. Komm. Hitzewelle vor allen Dingen. Nee. Genau. Die speziell Verteidigungs-, also der Defense-Debuff ist nur, wenn der reinkommt. Glaube ich. Ist das nicht 1:1 das Team von Schneri oder so? Was er mir geschickt hatte? Das sieht 1:1 aus wie das von Schneri, was er mir geschickt hat. Es ist, ich wusste es, er macht Wagemut. Frage ist, auf wen macht er Wagemut? Ich gehe mal davon aus, dass er auf Dinglu Wagemut macht. Aber Dinglu hat mehr KP als er. Ich würde gar nicht sterben. Dann geht er wahrscheinlich auf Eisenhand, ne? Dann geht er wahrscheinlich auf Eisenhand. Also, Dinglu stirbt nicht von Dingsbums. Vom Wagemut. Gut, kill dich. Kill dich ruhig. Wusste er das nicht? Oder war es ihm egal? Also den habe ich ja richtig ausgetrickst. Ich wusste genau, was er macht. Egal. War ihm, glaube ich, echt egal, ne? Das bringt der Hutsasa. Damit kann er aber nichts machen, weil sein Bronzong... Trick Room ist minus 6. Das vergessen oft die Leute auch. Trick Room ist minus 6. Ich muss mit beiden angreifen, falls... Ah, killt ihn das. Muss aber. Das muss ihn killen. Und ich muss... Ich muss eigentlich nochmal drauf gehen. Zur Sicherheit. Falls er... Scheiße, er kann dieses scheiß Wutzeug. Ich muss eine Doppelattacke machen. Es tut mir leid. Warte.
Erdbeben, bitte. Bitte, das hat noch geklappt. Ich musste das so machen. Bitte, bitte, Erdbeben hat noch gezählt. Bitte. Nein, er hat doch Schwebe. Oh nein, er hat doch Schwebe. Ich bin so dumm. Noch extra voll beeilt, ey. Mann, wie dumm. Mann! Habe ich irgendwas, was noch langsamer ist als ein Scheiß? Oh Mann, die sind alle schneller. Oh Mann! Mann, das fuckt mich ab. Nicht aufgepasst. Nicht aufgepasst. Ich wusste, dass er Wutzeug macht, aber... Ich wusste, dass er den Wutscheiß bringt. So ein Schuss in den Ofen. Das war so scheiße, Mann. Das war übel scheiße. Fuck, ey. Aber hätte ihn Steinhagel gekillt? Hätte ihn Steinhagel gekillt? Nervig, Mann, das nervig. Ich hab's echt verkackt. Dieser Erdbeben war so scheiße. Ich frage mich, ob Steinhagel ihn gekillt hätte. Terra Stahl. Da ist die Dampfwalze. Und da ist der Schwächeschutz. Frage ist, macht der Erdbeer oder macht der Steinhagel? Next Strike sogar. Bitte, bitte, bitte. Mann, das war so dumm, ne? Ich hätte den Fight so sehr gewonnen. Es war echt so dumm. Scheiße. Ich spiele Schwächenschutz, ne? Wie lange geht Trick Room noch? Eine Runde. Na, vielleicht habe ich ja noch eine Chance, trotz meines Fehlers. Vielleicht habe ich ja noch eine Möglichkeit, muss nachschauen. Naja, eine Runde noch. Wenn ich die Runde überlebe, er macht ein Erdbeben. Oh, ich bin auch einfach ein geiler Spieler, ne?
bin doch einfach ein geiler Spieler. Ich glaube, er hat keinen Steinhagel drauf. RIP an dich. RIP an Dinglu. RIP an sein Dinglu. Jetzt Dingsbums weg. Ja, das hätte er so doll gewinnen können. Ich glaube, hab auch sein Eisenabwehr nicht gefühlt, was er da gespielt hat. Das war auch irgendwie für den Arsch. Seine Eisenabwehr war auch irgendwie für den Arsch. Er macht das eh wieder Schutzschild. Aber da ist die Schwäche Schutztaktik, ne? Ja, krasses Match. Eisenhand Lead hätte ich gefühlt. Gegenkosten sollte seinen Angriff durch Schutzschild ersetzen. Ja, stimmt. Ich habe ja jetzt kein Wahlband mehr drauf. Ja, das mache ich gleich. Mache ich gleich Schneri. Gut, gut, gut. Anstatt Geofissur zum Beispiel. Trifft Erdbeben überhaupt? Hat der nicht Schwebe? Ja, trifft oder ja, der hat Schwebe. Ja, nein, ihr müsst immer ein bisschen mehr sagen. Kein Schwebe, gut, Erdbeben. Killt der mich mit Karpilz? Das hatte ich befürchtet. Pilzspore oder gegen Pilzspore zu spielen ist echt ein Abfuck. Nice wäre, wenn er jetzt wieder aufwachen würde. Jetzt wird gepökelt, ja. Jetzt wird gepökelt. Wacht er auf, komm. Wach ich auf? Wenn ich jetzt aufwache, dann wäre heftig. Komm, wach auf. Der ist noch langsamer als ich. Alter, wie langsam ist das Vieh? Und ein Volltreffer, na klar. Aufgewacht! So nämlich. Einfach aufgewacht. Macher, genau. Dinglu. Das ist es doch. Schlafen ist für Loser, genau. Heute Abend wird geschlafen. In den West, oder? Nee, nee. So. Weg mit dem Dreck. Wäre cool, wenn der Pilzspore jetzt auf Kommandutan macht. Der hat ja die Schutzbrille. Hehe, Loser. Loser. Pökel macht mir gar nichts. Ganz vergessen, wie viel Spaß das machen kann. Ganz vergessen, wie viel Spaß das machen kann, wenn es läuft. Abfahrt. Abfahrt. Ich glaube, der kann Tempo-Hieb, deswegen bin ich jetzt hier auf Boden gegangen, damit er mich nicht killt. Kriege ich Schaden durch Lebenohr jetzt? Nein, gut. Dann will er einfach eine Runde Bizarro-Raum rauskriegen.
durch. Naja. Dann will er tatsächlich nur eine Runde Bizarro-Raum raus. Gut, dann kriegst du halt nächste Runde down. Kriegst du nächste Runde den Doppel-Erdbeben rein. Aber ich mache jetzt einfach nochmal das gleiche. Ist mir Wurst. Wenn der Gegner Xerox ist, dann kriege ich jetzt nochmal ein Doppelschutzschild. Abfahrt. Xerox, du würdest nochmal Doppelschutzschild drücken. Ich wusste, dass er Tempo-Heap hat. Und genau deswegen habe ich eben geterrat, sonst wäre ich vielleicht tot gewesen. Was soll das heißen? Du machst immer Doppelschutzschild. Du würdest sogar den Triple-Schutzschild drücken, wenn dir das den Sieg bringt. Oh, Freeze plus Crit. Ja, GG. GG. Das war's. Also, ich, selbst wenn er Schutzschild kann, was ich nicht glaube, ich mach Kommando, aber ist letztlich auch egal. Also, ich bin zwar nächste Runde tot, aber ich habe noch zwei Pokémon in the bag. Der macht nicht mit Magnetzone beide weg. Der macht auch kein Schutzschild, ich bin schneller. Der kriegt auf jeden Fall jetzt ein Erdbeben ab. Der Kommando war voll dumm, der ist nur noch ein Erdbeben tot. Jetzt Flug, das wäre krass. Flug wäre krass, ja. Könnte auch sein, dass er jetzt trotzdem auch schon mit One-Hit tot ist. Ah, knapp. Volltreffer, null. Das Kommando war actually, das Kommando, ich habe wieder nicht nachgedacht. Du das Mastermind, ja. So. Gut, Nunga Xerox. Ja, aber ich glaube, Schutzschild auf Dinglu, das ist gut. Schutzschild auf Dinglu, das ist gut.